Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und wir klären heute auf, warum dieser Bohrhammer hier eingespannt ist, warum der hunderte von Stunden hier leiden muss und hunderte von Löchern bohrt. Wie ihr seht, sind wir heute ganz woanders. Ich habe kein Werkzeug in der Hand, dafür hat der Roboter das Werkzeug in der Hand. Und ich habe hier den Carsten, der sich damit richtig gut auskennt. Und heute haben wir Zahlen, Daten, Fakten und vor allem, eigentlich macht der Roboter Dinge, die ihr, glaube ich, gar nicht für möglich haltet. Aber erstmal, wer bist du? Mein Name ist Carsten. Ich arbeite hier bei der Firma Bosch in Leinfelden-Echterding und bin produktverantwortlich für die großen Hämmer, die hier am Standort gefertigt werden. Und jetzt sag uns mal, was passiert denn hier Verrücktes? Also was ist denn hier los? Hier sind so viele Löcher, da sind Löcher, da sind Löcher. Und der Kollege hat vorhin schon gesagt, naja, alle 10 Minuten gefühlt fällt er hier rein, dreht das um, macht was Neues rein. Warum? Wenn wir neue Produkte entwickeln, aber auch wenn wir Produkte in Serie auch, wird auch erprobt und getestet und geprüft, ob die Szenenqualität stimmt, ist das für Menschen natürlich wahnsinnig anstrengend, solche Tests durchzuführen. Und wir verwenden diesen Roboter hier, um eben über mehrere hundert Stunden hier die Lebensdauer der Tools abzutesten, dass die Qualität stimmt, aber auch bei Neuentwicklungsprojekten, dass auch wenn wir ein neues Produkt in Serie einführen, dass die Qualität dann auch passt. Ja. Also für euch, wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben jetzt ja Folgendes. Wir haben hier einen Roboter, der diesen Bohrhammer führt und der quasi so tut, als wenn ich bohren würde. Richtig? Genau, das bildet der nach. So, und der hat einen Vorteil gegenüber mir, der braucht keinen Mittag und braucht nichts zu trinken, sondern er drückt immer mit derselben Kraft. Ja, immer mit wie viel Newton drückt er an? Das kann man einstellen, also diese Steuerung von dem Roboter ermöglicht es, das einzustellen. Er hat aber hier ein sogenanntes Handarmsystem, das quasi den Oberarm eines Menschen oder sogar den Oberkörper nachbildet. Da ja ein Oberarm von einem Menschen ist ja nicht starr, ein Roboter ist relativ starr. Und diese Aufhängung hier simuliert quasi den menschlichen Oberkörper oder Oberarm in dem Fall. Und hier ist ein Sensor drin, der die Kraft überwacht. Und diese Kraft können wir über die Robotersteuerung dann einstellen, je nach Tool oder Anwendung oder Bohrdurchmesser zum Beispiel, müssen wir natürlich unterschiedliche Andruckkräfte einstellen. Das, was wir hier heute sehen, sind dann etwa 80 Newton, mit denen hier angedrückt wird. Also 8 Kilo. Das heißt, aber die Maschine oder der Roboter macht eigentlich Folgendes. Er bohrt ein Loch nach Loch, nach Loch, nach Loch, nach Loch, nach Loch und bohrt immer weiter, weiter, weiter. Aber warum macht er das? Also wozu? Um die reale Anwendung, die Belastung der realen Anwendung hier quasi zu simulieren und das über die Dauer einer Nutzung eines solchen ja relativ teuren großen Hammers. Da erwartet der Kunde ja schon eine sehr lange Lebensdauer und das wollen wir natürlich sicherstellen und das tun wir damit, dass wir hier sehr viele Löcher bohren und im Prinzip eine jahrelange Anwendung unter Umständen sogar nachbilden. Und sicherstellen, dass er über die ganze Zeit immer funktioniert. Warum eigentlich genau diese Bohrkrone oder dieser Bohrer? Das ist, glaube ich, ein 40 mm? Das ist ja ein 32 mm Bohrer, den wir jetzt hier einsetzen, aber wir setzen unterschiedliche Bohrer ein. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir über die Erprobung dann mit kleineren Bohrdurchmessern arbeiten, mit ganz großen Durchbruchbohrern oder auch mal eine Hohlbohrkrone anwenden. Also das ist alles denkbar. Das ist der Roboter, wenn ich mit dem Roboter sage, das hier ist jetzt eine Hohlbohrkrone, 50 mm, berechnet er automatisch neue Lochabstände und setzt das Lochraster passend. Wir sehen jetzt ja, hier sind Löcher, aber an der Wand sind auch Löcher. Warum nicht immer nur nach unten bohren? Das entspricht der realen Anwendung. Ja. Also bei großen Hämmern ist so, dass man üblicherweise, das tut sich einfach wahnsinnig schwer, der wiegt jetzt hier fast 12 Kilo. Es gibt auch Anwendungen, wo man nach oben bohrt, das ist ja bei kleinen Hämmern der Fall. Bei großen Hämmern sind halt die typischen Anwendungsrichtungen horizontal und vertikal. Ah, okay. Und jetzt haben wir hier so was haben wir hier drin? Einen 52er? GBH 12 52 DV. Ja. Der steckt jetzt da drin. Wie lange ist der jetzt zum Beispiel hier schon da in der Maschine? Ist ja nicht so, dass jetzt der Roboter und der Bohrhammer jetzt verwachsen sind. Der ist jetzt nicht schon 20 Jahre hier drin, sondern es geht darum, genau diese Maschine jetzt hier zu testen. Wie ist die Lebensdauer? Ja. Und wie lange schafft sie das dann eigentlich, ja, oder? Genau, ja. Also erstmal die eigenen Lebensdauerziele nachzuweisen natürlich. Wir setzen uns ja Ziele, die sind aus Feldbeobachtung, aus Kundendaten und so abgeleitet. Und da definieren wir Ziele, damit wir eben Tools haben, mit denen die Kunden nachher am Ende zufrieden sind. Ja. Und
diese Ziele werden hier quasi abgeprüft, in der Serie, aber auch entwicklungsbegleitend bei Neuentwicklungsprojekten. Mhm. Und wie muss ich mir das vorstellen? Das ist dann so, dass hier kommt morgens einer, drückt auf den Knopf und er bohrt und bohrt und bohrt, bis er kaputt geht? Oder oder geht das 24 Stunden am Stück? Oder was macht er eigentlich den ganzen Tag? Also wenn wir eine Erprobung komplett fahren auf die Ziellebensdauer, dann hat dieses System natürlich eine Überwachung integriert. Das heißt, dieser Roboter aufgrund dieser Sensorik, die hier eingebaut ist, Temperatursensor, Kraftsensoren und so weiter, merkt der zum Beispiel, was nämlich durchaus passiert bei diesen hohen Stundenzahlen, da bricht auch mal so ein Bohrer ab. Mhm. Und sowas erkennen wir. Wir merken aber auch, das Gerät, es verändert sich, die Stromaufnahme steigt. Das spricht dann dafür, dass da sind gern Grenzen eingegeben und dann erkennen wir, hier passiert irgendwas, möglicherweise ein Defekt im Gerät. Mhm. Und dann, wenn diese Grenzen erreicht werden, sowohl hier gebrochener Bohrer oder andere Dinge, dann schaltet natürlich diese Maschine ab und gibt dann auch eine Warnmeldung raus, sodass man darauf reagieren kann. Also muss kein Mitarbeiter permanent daneben stehen. Wenn ich mir jetzt diesen Bohrer hier vorstelle, also erstmal nur den reinen Bohrer, nicht die Maschine, wie viele Löcher schafft denn so ein Bohrer? Also an dieser Art von Beton, den wir hier verwenden, unter diesen Bedingungen sind es durchaus mehrere hundert Bohrungen, die wir mit einem einzigen Bohrer hier machen können. Das ist schon erstaunlich, wie lang sowas denn auch wirklich hält, weil man würde eigentlich vermuten, dass das eine viel höhere Abnutzung eigentlich ist. Also, weil wenn ich zu Hause einen Bohrer habe, dann bohre ich ein paar Löcher und dann hat man irgendwie das Gefühl, er verschleißt ja dann doch irgendwann. Wobei ich sagen muss, ich habe, glaube ich, selten einen 7x-Bohrer. Also das ist jetzt was anderes, aber verschlissen. Und da, also mehrere hundert ist schon, das ist eine Ansage. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber das Ganze ist ja gemacht, um natürlich die Maschine zu testen. Genau, das ist das vorrangige Ziel. Ja. Und wie lange läuft denn die Maschine hier? Also, ich habe ja vorhin gesagt, in dem Beispiel, morgens kommt hier jemand rein, drückt auf den Knopf, läuft die dann 24 Stunden durch? Also in der Regel läuft die etwa 20 Stunden durch, weil wir eben auch irgendwann durch diese Mauern hier wechseln müssen. Ein bisschen Zeit kostet es auch, weil die sind schwer, brauchen wir Hebezeug, um das hier alles zu wechseln. Ja. Dann wird die neu bestückt, dann, wenn notwendig, der Bohrer dann auch gewechselt und dann läuft die wieder 20 Stunden, sodass man so mit dem Wechseln so auf einen 24-Stunden-Zyklus kommt. Mhm. Je nachdem natürlich, welche Bohrdurchmesser und was man da bohrt. Mhm. Und da wird die Maschine dann über mehrere hundert Stunden getestet hier in diesem Szenario, hier in diesem Testraum. Mhm. Und die Maschinen sind eben auch dafür ausgelegt, so lange das auch nicht am Stück, aber beim Verwender halt auch zu halten. Genau, deswegen ja auch dieser Roboter mit diesem Hand-Arm-System, um möglichst nah an die Belastung bei einem Verwender zu kommen, ohne dass wir selber Leute hinstellen müssen, die da jetzt permanent bohren müssen, weil es ja schon auch anstrengend ist und eine Belastung ist. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre jetzt mein Bohrhammer, wenn wir jetzt mal 100 Stunden nehmen, also allein 100 Stunden, das schaffe ich ja im Jahr nicht. Also das, wenn du sagst mehrere hundert Stunden, das ist ja eigentlich irre lang. Weil natürlich gibt es schon Profis, die auch sehr, sehr viele Löcher bohren, aber niemand wird so viele Löcher an einem Tag in der Regel bohren. Also als Beispiel. Und mehrere hundert Stunden, das ist ja, das sind ja viele Jahre in der echten Anwendung draußen. Das ist natürlich auch das Ziel, wobei man dazu sagen muss, dass das hier ein Szenario ist, in einem bestimmten Beton ein Loch zu bohren. Es gibt natürlich auch Anwendungen, global gesehen, wir verkaufen die Geräte ja überall, wo auch in Fels, in Naturstein gearbeitet wird oder auch in Mauerwerken und in ganz anderen Materialien. Und das hat einen Einfluss auf die Lebensdauer vom Tool. Das sind die Bedingungen bei diesem Beton, den wir verwenden. Ja. Was für Material nehmt ihr hier eigentlich zum Testen? Die Zuschauer würde ich wissen, welche Härte und welche Güte das ist. Das ist halt ein genormter Beton sozusagen, mit dem man, gerade wenn man reproduzierbare Ergebnisse macht. Und dieser Beton hat eine bestimmte Spezifikation, der heißt C3037 in dem Fall. Und Beton ist ja so, wenn der härtet, der wird ja über die Zeit härter. Ich weiß nicht, ob schon mal einer einen Bunker abgerissen hat oder einen sehr alten Keller. Ja. Dieser Beton ist wahnsinnig hart und dieser Beton, den bestellen wir bei einem Hersteller hier im süddeutschen Raum und den altern wir dann auch ganz gezielt. Das heißt, jede Mauer hat ein Fertigungsdatum und erst wenn die ein bestimmtes Fertigungsdatum erreicht hat, hat der Beton die Härte, die notwendig ist und wir verwenden dann auch nur eine bestimmte Zeit danach, um eben reproduzierbar zu sein. Und diesen gleichen Beton, den wir auch für Messungen nehmen, verwenden wir hier eben auch. Da haben wir jetzt keinen Unterschied gemacht, was das Thema angeht. Also wir versuchen, der soll immer gleich alt und damit gleich hart sein, damit das die Messung, also auch die Ergebnisse der Versuche vergleichbar sind. Benutzt ihr eigentlich auch anderes Testmaterial hier? Hier nicht, nee. Da gehen wir dann eher, geben wir Tools in der frühen Phase auch mal zu Kunden, die eben andere Materialien verwenden. Wir machen Anwendungstests, um die Performance zu messen mit verschiedenen Materialien, aber nicht die Lebensdauertests.
So muss man es vielleicht sagen. Und so ein Test macht ihr eigentlich mit allen Geräten, um zu schauen, also natürlich hier nicht mit dem Winkelschleifer, aber mit dem Bohrhammer macht ihr das mit jedem neuen Gerät, also nicht mit jedem, das ausgeliefert wird, sondern mit jedem Gerät wird hier getestet und geschaut, ob es dementsprechend auch hält. Genau. Ja. Das ist schon eine Menge Aufwand, ja. Ja, ist es auch, ja. Der Roboter hier, wie lange steht er schon hier rum? Man muss überlegen, etwa 10 Jahre. 10 Jahre? 10 Jahre haben wir dann schon im Einsatz jetzt. Ja. Wir entwickeln das System ständig weiter. Wir planen hier auch einen automatischen Werkzeugwechsel. Also das System ist nicht statisch, sondern es wird ständig weiterentwickelt und optimiert. Hm. Die Anforderungen ändern sich ja auch unter Umständen. Das müssen wir ja anpassen. Hm. Das ist schon irre viel Technik, die man um so einen Test herum bauen muss. Ja. Wir haben vorhin schon ein bisschen gefachsimpelt. Ich habe schon gefragt, ob er vielleicht abgeschrieben ist, ob er schon weg kann. Dann würde ich ihn mitnehmen, aber unser Hänger ist heute nicht groß. Nein, Spaß. Ist schon klar, also ist schon ein Traum, genau so testen zu können, weil es halt super neutral ist. Ja. Weil für mich wäre super, ich würde hier alle möglichen Marken mal reinstellen und mal gucken, dass man das auch mal gegeneinander testet. Aber das wäre Zukunftsmusik. Ja. Aber für euch ist es natürlich eine super Sache. Und vor allem, ich glaube, die Zuschauer draußen wissen gar nicht, wie intensiv die Geräte getestet werden. Und das ist schon eine Sache, die wir hier sehen, wo ich sage, Mann, krass, wie viel Aufwand man sich eben auch macht, um zu gewährleisten, dass der Anwender draußen ein sehr langlebiges Gerät hat. Und sicherlich, wenn ihr irgendwo feststellt, da ist irgendwo ein bestimmtes, irgendwie eine Schraube oder irgendwas anderes, was nicht so gut funktioniert, dann wird das sicherlich weiterentwickelt, um entsprechend dann diese hohe Lebensdauer auch zu garantieren. Mhm. Genau. Das ist ja Teil des Entwicklungsprozesses bei einem Neuentwicklungsprojekt, dass wir über mehrere Stufen das immer weiterentwickeln bis zur Szenenreife. Und da wird immer wieder optimiert zwischen den Stufen und immer weiter verbessert, um eben am Schluss genau das Lebensdauerziel zu erreichen. Ja. Hm. Krass. Was ist das nächste Gerät, was ihr testet? Das möchte ich nicht sagen. Ich danke Carsten jetzt erstmal für die ganzen Informationen. Und ihr schreibt mal unten in die Kommentare, was soll Carsten hier noch alles testen. Für euch jetzt erstmal ran ans Werkzeug und ihr könnt auch mal ein bisschen testen. Bis zum nächsten Mal.